Und mit etwas Glück ist in diesem gesamten Haufen dann ein goldener Pilz dabei. Wenn nicht eine Tor-Kooperation auf uns zukommt. Ein weiteres Indiz dazu ist natürlich auch ein weiterer Skin in den Spielerteilen. Und zwar wird man machen können, um ein Turnier spielen zu können, wo wir dann einen kostenlosen Skin freischalten können namens Galaxy Girl. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, mein Team, früh aktiv, mittags aktiv. Für einige Leute wachen erst abends auf. Auch einen wunderschönen guten Abend, Team, abends aktiv. Ich hoffe, ihr seid wach. Haut ein Like rein, wenn ihr wach seid. Heute wieder unterschiedliche Themen, die wir durchkauen werden. Unter anderem die Möglichkeit für einen Thor-Skin. Ja, dass wir jetzt neben Captain America, den wir bekommen haben, jetzt auch noch Thor bekommen. Da gibt es einige Indizen, Teasern dazu. Und den krassesten 360, den ihr gerade jeden Mal im Leben gesehen habt. What the hell war das denn? Ne, unter anderem das, dann soll es angeblich ein, wahrscheinlich könnte ein kostenloser Skin werden in einem Galaxy Cup, ne? Ich betone extra, wahrscheinlich könnte, weil etwas noch ein bisschen Infos fehlen, aber ich erzähle euch alles, was bisher bekannt ist und diverse andere Sachen, goldene Pilze und werde ich euch runterrattern. Wenn ihr dieses Video seht und YouTube das Video verteilt hat, nicht so wie gestern, ne? Gestern, das Video ist dead. Das Video, ich habe es zweimal hochgeladen, es kam keine Benachrichtigung für die Leute raus, ich habe es sein gelassen. Falls ihr nochmal Erfahrungspunkte haben wollt mit blauen EP-Münzen, oben rechts auf das i klicken, ne? Das könnt ihr auch reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, ansonsten, wenn ihr es gesehen habt oder keinen Bock auf habt auf blaue EP-Münzen, auch gerne Abo warten und Glocke reinhauen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Vor allen Dingen kriegen wir auch bald Aquaman und einen neuen Skin. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos, weil es kommen auch noch ein paar nice Sachen auf uns zu. Neu in die Map, das Wasser wird noch bald sinken in einer Woche. Heute Nachmittag ist das Fortnite-Turnier, was ihr auf dem Discord auch stattfinden könnt. Also unterschiedliches Programm. Kommen wir erstmal ganz schnell zum goldenen Pilz. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, in den Spieldateien ist ein goldener Pilz gefunden worden. Ähnlich wie der mythische Goldfisch hat das Ding eine mega, mega seltene Chance von 0,0001%. In einer normalen Runde zu spawnen, da wo auch Pilze spawnen. Ne? Also jeder blaue Pilz hat sozusagen eine Chance, ein goldener Pilz zu werden. In einer normalen Runde werdet ihr kaum die Chance haben, das Ding zu finden. Genauso wie dem mythischen Goldfisch. Werdet ihr kaum schon hier Glück haben, das Ding zu finden, weil es einfach wirklich selten ist. Ich würde meinen, das ist 1 zu 100.000 oder 1 zu einer Million. Und ne, das Besondere, aber keine Sorge, es gibt kein Achievement oder sonst was, was man mit diesem goldenen Pilz haben kann. Es ist einfach nur ein pures Glücks-Item. Aber es gibt einen kleinen Trick, den trotzdem zu bekommen. Das haben wir schon vor 3 Tagen im Stream gemacht. Und zwar ist der Trick ganz simpel. Ihr geht in den Kreativmodus auf irgendeine Map. Sucht euch bei Geräte diesen Apfel aus. Ne? Oben Kategorie Geräte, Apfel, platziert den mal. Dort kopiert ihr dann den normalen Pilz, hier den blauen, und platziert den einfach 10.000 Mal oder sowas. Ja, damit ihr nicht so oft klicken müsst, könnt ihr, nachdem ihr einen gewissen Satz an Pilzen platziert habt, könnt ihr dann anfangen, den zu kopieren. Wenn ihr die R-Taste auf dem PC, ist das die R-Taste, gedrückt hält, könnt ihr mehrere Pilze gleichzeitig auswählen. Und wenn ihr mehrere Pilze gleichzeitig ausgewählt habt, könnt ihr die natürlich dann auch kopieren und dann ein paar tausend Stück von dem produzieren. Wenn ihr das eine Zeit lang gemacht habt, habt ihr ungefähr wahrscheinlich so ein paar hundert Pilze hier produziert, die dann irgendwie alle hier im Kreis herumstehen. Und mit etwas Glück ist in diesem gesamten Haufen dann ein goldener Pilz dabei. Hat mich ungefähr 5 Minuten gekostet, das dauert überhaupt nicht so lange, ne? Hier war ja drinnen der goldene Pilz und da ist er auch. Den könnt ihr dann auch nochmal kopieren und dann reproduzieren, so dass ihr dann natürlich eine Sicherheitskopie habt. Logischerweise könnt ihr auch den Mapcode oben in der Mitte kopieren. Und das, was er macht, wenn ihr den isst, dann gebt er euch 100 Schild direkt oben drauf. Ihr seht es, jetzt habe ich 100 Schild, nachdem ich den gegessen habe. Man kann den nicht einsammeln und so wirklich goldig sieht er auch nicht aus. Er sieht ein bisschen rostig aus, wenn ihr mich fragt, ne? Er sieht ein bisschen rostig aus, dieser Pilz, so wirklich goldig auch nicht. Aber das ist der mythische goldene Pilz, der jetzt, sage ich mal, im Spiel drin ist, mit Season 3 reingekommen ist, genauso wie der mythische Goldfisch. Gibt bisher kein Achievement dafür, dass man den isst oder sowas. Vielleicht kommt da noch was rein. Ob dann Creative zählt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ihr könnt euch den Mapcode abspeichern oder sowas für zukünftige Achievements oder was auch immer. Wahrscheinlich eher nicht, aber das ist das Ding. Noch eine ganz kurze Sponsor-Geschichte, Leute. Ne? Dieses Video wird gesponsert. Und zwar seht ihr, dass vielleicht ein neues Mikrofon aussetzt. Und zwar das Elgato Wave 3. Neues Mikrofon, was sie vor kurzem auf den Markt gebracht haben. Deswegen ist das ja auch hier so verkabelt. Eigentlich habe ich ja ein anderes dran. Aber ich bin vollkommen überzeugt von dem Ding. Hätte ich jetzt nicht schon mein Mikrofon gehabt, hätte ich mir das Ding gekauft, weil das wirklich so einige Sachen kombiniert. Hier ist ein Mixer drin, Audio-Interface. Sieht schick aus und lässt sich super gut integrieren. Und die Qualität. Ich bin echt überzeugt von der Qualität. Ich kann das hier vor meinem Gesicht halten. Die Qualität wird glasklar. Ich kann es weit weghalten.
Und wenn ich dann aufdrehe, hört ihr mich immer noch, auch natürlich mit mehr Echo, aber das ist natürlich mikrofonbedingt. Bin ich auf jeden Fall überzeugt, habe ich auch im Stream schon ein bisschen, oh, das ist ein bisschen laut wahrscheinlich, habe ich auch schon im Stream ein bisschen vorgestellt. Also für den Preis, finde ich, hat die Tonqualität stimmt, die Features sind auf jeden Fall da, die, alles was ich brauche. Man spart sich mega viel Equipment, gerade wenn man ein frischer Streamer ist, der gerade frisch anfängt. Habt ihr hier auf jeden Fall eine Menge, das wird hier auf jeden Fall eine Menge geboten, finde ich. Ohne sich super teure Hardware zu kaufen, fast im Wert von 600 Euro oder sowas, was ich jetzt hier habe, schafft man es mit diesem Mikrofon circa das gleiche abzudecken. Für knapp 170 Euro, würde ich meinen, kostet das. Eine Info gibt es zu der Aquaman-Kooperation. Ne? Wir kriegen bisher ja die ganzen Aquaman-Challenges. Wir sind schon bei 3 von 5, also noch 2 Wochen ist es soweit. Am 16. Juli können wir dann Aquaman letztendlich freischalten. Dort kommt die letzte Aufgabe rein. Aber eine weitere Info, die reinkam, ist auch, dass Black Manta, sein Gegner, sein Kontrahent, auch in den Shop reinkommen wird. Mit einer Spitzhacke und ähnlich wie Deadpool auch nochmal eine, sag ich mal, DC-Kooperation entstehen wird. Übrigens, da steht ein Deadpool-Kopf passend dazu. Ne, ähnlich wie die DC-Marvel-Kooperation mit Deadpool, werden die dann nochmal, sag ich mal, Black Manta reinbringen. Und das soll am 16. Juli dann auch mittags aktualisieren. Ne? Dass der Mittagsshop wird dann mittags aktualisiert. Nicht um 2 Uhr nachts, wo der Shop sich üblicherweise aktualisiert. War bei Deadpool, würde ich meinen, auch so, dass ich das erst mittags um 14, 15 Uhr circa, wie genau die Uhrzeit jetzt bei Black Manta ist, weiß ich auch nicht. Rechnet einfach damit, dass es dann halt mittags aktualisiert wird. Übrigens, wenn ihr gerade auch im Spiel seid oder irgendwie das Ding offen habt, gerade eine Sekunde Zeit habt, gerne Creator Code. Würde mich freuen. Und wenn wir schon gerade Captain America im Shop gesehen haben, kommen wir auch gleich schon mal zu dem Thor-Skin, den Teaser dazu und warum jetzt alle glauben, beziehungsweise warum es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir eine Thor-Kooperation nochmal kriegen und natürlich auch noch einen weiteren Marvel-Skin haben. Und zwar mit dem Captain America-Skin ist ja dieser Trailer aufgetaucht. Habt ihr vielleicht schon in-game gesehen. Und wenn wir uns diesen Trailer ganz genau angucken, diejenigen, die mit Marvel natürlich mit dem MCU auskennen und so weiter oder auch vielleicht mit dem Comics, haben eine bestimmte Sache bemerkt, und zwar wie Captain America eigentlich auf die Fortnite-Insel gekommen ist, und zwar mit dem Bifrost, mit der Regenbogenbrücke, ne? Oder Regensteinbrücke? Weiß ich aber auch nicht mehr, wie der Name der Menschen war. Bifrost heißt das Ding, ne? Von Heimdall und was auch immer produziert. Oder den Sturmbrecher von Thor, ne? Und dieser Effekt, dieser Leuchteffekt hier, sind genauso die Farben, wie dieser Bifrost produziert. So ist Captain America jetzt auf die Fortnite-Insel reingegangen. Erstmal soweit ganz normal, ne? Wir sehen jetzt in diesem Trailer, wie er auf die Insel runterkommt und jetzt in den Kampf springt. Und nachdem er runtergesprungen ist, kommt die Szene, die uns das Ganze wirklich anteasert. Und zwar dieser Zoom auf diese Asgard-Rune von diesem Bifrost, der auf dem Boden gebrannt wurde, durch diesen Strahl, den Thor auch ja produziert, wenn er sie zwischen den Welten hinreist. Und so ist Captain America jetzt auch auf diese Welt gekommen, weil den anscheinend Thor oder Heimdall, je nachdem welche Zeitlinie die hier gerade spielen. Ne, und das Seltsame ist halt, dass es so langsam ranzoomt. Nicht, dass der Trailer einfach aufgehört hat, nachdem er runtergesprungen ist und dann diese Szene reinkam, nein. Aber nein, der springt hier runter und dann zoomt es auf dieses Brandfleck, auf diesen Brandfleck drauf, um uns das Ganze noch zu zeigen. Übrigens, hier über mir ist ein Lama hinter dem Busch. Ganz klein versteckt. Direkt über der Zahl. Ja, direkt über der Zahl ist ein Lama versteckt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Naja, das alleine ist natürlich schon mega, mega seltsam. Warum sollten die hier auf diesen Bifrost reinzoomen, wenn nicht eine Thor-Kooperation auf uns zukommt? Ein weiteres Indiz dazu ist natürlich auch ein weiterer Skin in den Spielerteilen. Und zwar der hier Fett Thor oder der Big Lebowski Skin. Offiziell in den Spielerteilen heißt er einfach nur Dead Body Jonesy. Aber der sieht einfach 1:1 aus wie Thor aus dem letzten Film, ne, wie der fette Thor. Und wenn das schon kein Indiz ist, dass irgendwie Thor reinkommt, plus dann noch dieser Teaser hier in diesem Trailer, wie er die auf diese Rune reinzieht, da weiß ich auch nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch was weiteres bekommen. Vielleicht aber auch einen neuen limitierten Modus, der auch nochmal hier angeteasert wurde, passend vielleicht zu Black Widow. Vielleicht kommt da was in die Richtung und oder eine weitere Möglichkeit ist, dass natürlich der Thor im Season 4 der Mystery Skin sein wird. Was natürlich ein bisschen seltsam wird. Wieder ein bisschen Marvel-Charakter in einem, Fortnite-Spiel. Ist ein bisschen komisch, ein bisschen random. Aber es ist eine Möglichkeit. Sollte man in Betracht ziehen. Und hey, ich würde es nicht schlecht finden. Ich würde einen Thor-Skin tatsächlich feiern. Und wer auf jeden Fall meint, ich würde da nicht meckern. Welches andere Spiel erlaubt das schon einen, ne? Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit für einen theoretisch kostenlosen Skin tatsächlich. Zumindest ist es ein Skin, von dem wir bisher noch gar nichts wissen. Und zwar wurde ein neuer Cup in den Spieldateien bzw. auf den Website-Dateien gefunden, der sich Galaxy Cup nennt. Da sind mega, mega viele Fragen, für die wir noch bisher gar nicht so viele Antworten haben.
Fakt ist nur, dass es einen Cup geben wird oder geben soll, der nur auf Einladung basiert und jeder, der dort gewinnt, kriegt das Galaxy Girl Outfit. Galaxy Girl wissen wir bisher überhaupt nichts von, wir haben keine Spieldateien dazu, das ist nur der Name. Hört sich erstmal an wie der männliche Galaxy Skin, nur die weibliche Variante. Wenn ihr mich fragt, hört sich das ein bisschen nach einem Samsung-Turnier an, dass Samsung irgendwann mal ein Turnier veranstalten möchte. Und jeder, der vielleicht ein Galaxy-Gerät hat, hat die Möglichkeit, an diesem Turnier teilzunehmen. Und dann die Möglichkeit, den Galaxy Girl Outfit kostenlos zu erhalten. Dass das Turnier Geld kostet, ist ausgeschlossen. Die Frage ist jetzt halt nur wirklich, wie man an dem teilnehmen kann. Da gibt es bisher keine Infos. Wann das stattfindet, gibt es keine Infos. Auch die URL, die ihr gerade dort seht, gibt keine Infos. Also Leute, da muss man noch ein bisschen abwarten, was dahinter steckt. Vielleicht ist es auch nur ein Beta-Run gewesen und es steckt überhaupt nichts dahinter. Weil die Beschreibung steht, ne, joine den Galaxy-Ownern in einem Invite-Only-Fortnite-Turnier. Also alle, die ein Galaxy besitzen, was? Galaxy-Skin? Galaxy-Handy? Ein Samsung-Galaxy? Irgendwas anders? Oder alle in dieser Galaxie? Eine Menge Fragen, was hinter diesem Cup steckt, aber irgendwie, irgendwas wird man machen können, um ein Turnier spielen zu können, wo wir dann einen kostenlosen Skin freischalten können namens Galaxy Girl. Und ey, ich finde es schon mal ganz okay. Mal schauen, wie dann wirklich die Konditionen sind, ob wir dann wirklich ein Galaxy-Gerät brauchen oder den Galaxy-Skin. Galaxy-Skin würde ich ausschließen tatsächlich, weil es gibt nicht so viele Leute, die ein Galaxy-Skin haben. Warum wollen die einen Cup veranstalten, wo vielleicht 1000, vielleicht 10.000 Leute dran teilnehmen können? Ne? So oft ist das Skin jetzt auch damals nicht verkauft worden. Dazu braucht man ein Galaxy-Gerät. Vielmehr macht es Sinn, für alle Galaxy-Handys das zugänglich zu machen, weil von denen gibt es ein paar Millionen und dann hat man natürlich auch entsprechend viel Masse für ein Galaxy-Turnier oder ein Galaxy-Cup. Das würde ich so meinen. Was sagt ihr dazu, Leute? Was würdet ihr das feiern? Eure Meinung gerne runter zu Thor, Black Manta und der Galaxy Girl Outfit. Runter in die Kommentare gerne reinschreiben. Abo-Button und Glocke. Auf der rechten Seite findet ihr das weitere Video, das ihr gerne reinhauen könnt. Ein Like-Button, bevor ihr direkt abzischt. Würde mich freuen. Checkt auch das blaue Münz-Video aus, damit der YouTube das Video endlich mal vielleicht auch gerne hat. Weil was auch immer das... Ich hoffe, dieses Video wird verteilt. Ich hoffe, dieses Video wird benachrichtigt, sonst... ja, weiß ich auch nicht. Und gebt mir Flosse. Flop.